Liebe Freisingerinnen und Freisinger, 100 Tage im Amt eines Oberbürgermeisters sind ein kleines, ein bescheidenes Jubiläum. Aber nicht nur die Freisinger Medien, auch viele von Ihnen haben mich direkt darauf angesprochen, haben mich gefragt, wie es mir geht, wie ich den Beginn meiner Tätigkeit erlebt habe, ob ich mich wohl dabei fühle, im Grunde immer und überall im Dienst zu sein, ob ich schon Abstriche machen musste bei manchen Zielen oder was mich seit 1. Mai am meisten gefreut hat. Heute, am 8. August, also genau nach 100 Tagen im Amt, kann ich Ihnen sagen, es war eine unglaublich intensive Zeit, für mich persönlich auch ein ganz großer Gewinn durch die Offenheit und das Zutrauen, das mir Politik und Verwaltung, aber auch Sie, die Bürgerinnen und Bürger, vom ersten Tag an entgegengebracht haben. Die ersten 100 Tage haben für mich einen ersten Querschnitt durch den Verwaltungsalltag, durch Freisinger Leben, auch durch Freisinger Problemlagen bedeutet. Ich habe mich ausgetauscht mit den verschiedenen Ämtern, habe die Referate und die Aufgaben kennengelernt, die die Freisinger Stadtverwaltung Tag für Tag erfüllt. Die Verwaltung kann man als ein Dienstleistungsunternehmen sehen, das schlicht und einfach Lebensgrundlagen schafft, das sich aber auch in einem ständigen Wettbewerb befindet, gerade mit anderen Kommunen. Freising sehe ich in diesem Wettbewerb gut aufgestellt, aber die Position, die wir innehaben, müssen wir ganz entschlossen ausbauen. In meinen ersten 100 Tagen konnte ich die Vereinbarungen mit dem Alpenverein für eine moderne Kletterhalle unterzeichnen. Wir haben den Neubau einer Eishalle terminlich jetzt so auf den Weg gebracht, dass uns dieses ersehnte Projekt im Oktober 2013 endlich zur Verfügung stehen wird. Und als nächstes werden wir die Schwimmbadfrage angehen sowie einen Sportinvestitionsplan schaffen. Ich durfte in den vergangenen Wochen vielen Jugendlichen und jungen Erwachsenen zum Schulabschluss gratulieren. Ich musste die Schulleiterinnen der Grundschule St. Lambert und des Kammerlor-Gymnasiums, Frau Kotsch und Frau Dütsch, mit in den Ruhestand verabschieden. Und das waren auf keinen Fall Pflichttermine. Das sind wichtige Momente, teils bewegende Momente, bei denen es mich immer freut, wenn ich daran teilhaben darf. Wissenschafts- und Behördenstandort zu sein, das bedeutet Zukunftssicherung. Hier sehe ich noch große Potenziale. Und so hat es mich sehr gefreut, den besten Absolventinnen und Absolventen des Wissenschaftszentrums Weinstephan, der TU und der Hochschule Weinstephan-Driesdorf Preise der Stadt Freising zu überreichen. Dass man sich keineswegs allen scheinbaren Zwängen beugen muss, haben gerade Freising und München eindrucksvoll bewiesen mit einer bemerkenswerten Zusammenarbeit aller Bürgerinnen und Bürger im Vorfeld zum Bürgerbegehren gegen die dritte Start- und Landebahn. Wie viele Münchner Stimmen wir auf uns aufmerksam gemacht haben, hat sich ein bisschen beim großen Freising-Sagt-Danke-Fest gezeigt, das wir am Sonntag nach dem Altstadtfest gefeiert haben. Dass Oberbürgermeister Ude, Bürgermeister Monatseder und viele andere Münchner Politikerinnen und Politiker am Münchentag zu uns nach Freising gekommen sind, zählt auch zu den schönen Ereignissen meiner ersten 100 Tage im Amt. Ich hoffe sehr, es war der Anfang zu einem neuen, verbesserten Miteinander. Anlass, richtig stolz zu sein, war für mich auch das Oberbayerische Integrationsforum, das wir Anfang Juli im Rathaus ausgerichtet haben. Freising hat in der interkulturellen Arbeit nicht nur gute Ansätze, sondern längst gute Ergebnisse vorzuweisen. Eine Tatsache, die ich für die Zukunft ausdrücklich als Ansporn verstehe. Viel, das war mir von vornherein klar, findet außerhalb der eigentlichen Dienstzeiten statt. Hier denke ich an die Gespräche, die ich mit vielen Freisingerinnen und Freisingern führe, wie zum Beispiel den Bewohnern der Auenstraße, die mich überzeugt haben, die ungeliebte Straßenumbenennung nochmal in den Stadtrat zu bringen. Für mich ist der persönliche Dialog das Wichtigste und zugleich das Schönste an meiner Aufgabe. Und aus diesem Grund werde ich auch im Herbst mit den ersten 7 Bürgerversammlungen in die Stadt und Ortsteile kommen, um mit Ihnen allen in einen wirklichen, dauerhaften Dialog einzutreten. Wir müssen uns begegnen und wir müssen uns kennenlernen, um uns austauschen zu können. Ich freue mich also immer, wenn Sie mich persönlich ansprechen, auf der Straße, bei Veranstaltungen, bei Bürgersprechstunden oder mir einen Brief oder eine E-Mail schreiben. Wir haben mit dieser meiner ersten Amtszeit jetzt noch 7 Jahre und 9 Monate vor uns und in dieser Zeit wird noch sehr viel passieren und daran können und sollen Sie alle mitwirken. Und so hoffe ich, dass vielleicht der langfristig größte Erfolg meiner ersten 100 Tage im Amt das Fundament ist, das wir gemeinsam geschaffen haben, um Freising nach vorne zu bringen. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.